Heute bin ich mal auf dem Weg, um mich einer Tour anzuschließen von den Einarm- und Einbeinhelden. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, im Moment befinde ich mich gerade auf dem Weg, sozusagen mal wieder auf Abfangkurs, um mich für zumindest einen kleinen Teilabschnitt der Tour der Einarm- und Einbeinhelden anzuschließen. Die haben also hier im Moment ein Treffen in der Rhön und da hatte mich der, ich glaube, er nennt sich der Elch, angeschrieben, gefragt, ob ich nicht irgendwelche Tipps hätte hier für Touren in der Rhön. Habe ich ihn erstmal zugeschüttet, entsprechend mit Infos. Er hat seine Tour da zusammengestellt und mir dann nochmal zugeschickt, dass ich nochmal gucken kann. Und ich hoffe mal, das war recht gut, was ich ihm da noch beisteuern konnte, weil ja im Moment ist wirklich totales Chaos hier bei uns, was Baustellen und Streckensperrungen und sowas angeht. Ja, und da hat er halt auch gefragt oder beziehungsweise gesagt, wenn ich Lust hätte, könnte ich da gerne mal dazu stoßen oder komplett mitfahren bei mir, ja, wie üblich, ne, hab doch keine Zeit, aber so ein bisschen wollte ich zumindest mal gucken und wollte mir halt auch wirklich mal die Leute angucken, die da so mitfahren, und vielleicht auch mal kurz mit denen schnacken, mal sehen. Jetzt bin ich, wie gesagt, im Moment auf Abfangkurs. Ich weiß ja, wo deren Tour lang geht, weiß, wann sie gestartet sind. Und im Moment versuche ich jetzt also, sie an ihrem Stopp am Point Alpha einzuholen, beziehungsweise ja, da kurz auf sie zu warten. Ich hoffe mal, dass meine Zeitvorstellung da einigermaßen hinhaut, dass ich da etwa zum selben Zeitpunkt wie die dort ankomme. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal auf dem Weg dahin, Richtung Point Alpha. Ja, und dann sehen wir uns, denke ich mal, hoffentlich nochmal, wenn ich dort angekommen bin und wenn die Jungs dann auch dort eintrudeln oder gar schon dort sind. So, mein Abfangen hat also geklappt, wie man sehen kann. Ich habe hier die Horde im Moment vor mir, habe sie eben gerade schon mal für eine schöne Aufnahme an mir vorbeiziehen lassen. Ja, ich hatte jetzt eben gerade an dem Stopp da, wo ich sie am Point Alpha wie erwartet oder erhofft wieder eingefangen habe, hatte ich schon mal kurz die Möglichkeit, der Thorsten hat mich da schon mal kurz rumgeführt, ein bisschen gezeigt, was so die einzelnen Leute halt haben. Oftmals halt irgendwie die Hand halt entweder steif von Geburt an oder tatsächlich auch beim Motorradunfall verloren. Und jetzt halt entsprechend die Motorräder umgebaut, sodass das Ganze funktioniert wieder. Und dann halt verschiedene Umbauten oder verschiedene Taktiken, je nachdem, ob der linke oder rechte Arm halt betroffen ist und Bein entsprechend halt auch. Aber da hoffe ich dann, dass wir halt jetzt in der Pause nochmal die Möglichkeit haben, uns das gegebenenfalls sogar von den Leuten selber nochmal zeigen zu lassen,
mal gucken. Stumbling out of bed and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. Now, 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stay. Stand by you forever, and I won't waste it. Von dir habe ich jetzt so gehört, du bist der Spezialist für die Umbauten von den Teilen für Handicap-Fahrer oder wie bezeichnet ihr euch am ehesten? Also das kann man als Begrifflichkeit schon stehen lassen, ja. Du hast dich jetzt darauf spezialisiert, wirklich für so Leute entsprechend Motorräder umzubauen, dass das halt wieder alles passt. Ja, in erster Linie habe ich mich selber spezialisiert, ne? Weil ich bin von Geburt aus eben so unterwegs und habe mir gedacht, ich möchte einfach all die Dinge tun, die andere auch tun möchten. Und dazu gehört eben auch Motorradfahren. Und das habe ich ja seit meinem 14. Lebensjahr für mich alleine gemacht. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich bin noch nicht der einzige Verrückte, der Lust darauf hat, die Dinge zu tun, von denen andere sagen, das geht nicht. Ne, man gibt ja diesen abgelatschten Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Und den habe ich mir aber zu eigen gemacht, weil ich denke, wir haben die Grenzen ganz, ganz, ganz weit weggesteckt. Und zum Thema Grenzen finde ich immer, dass der Mensch sich selber viel zu sehr begrenzt in seinem Denken und Handeln. Und er wird auch behindert. Also wir sind ja nicht behindert, wir sind ja nur körperlich eingeschränkt. Ne, aber die Umwelt, die Gesellschaft, die sieht das ein Stück weit anders, traut uns behinderten Menschen das auch irgendwo nicht zu. Und wie auch jetzt mit dem Treffen vom Elch sehen wir ja, dass es ganz viele Menschen gibt, die den Weg gefunden haben und ihre Art von Lebensqualität auch ausleben können. Ne? Und was hast du jetzt alles an Umbauten gemacht für dich? Ja,
Bei dem Motorrad habe ich alles, was mit der rechten Hand zu bedienen wäre, nach links gelegt erstmal. Das heißt, die elektrischen Armaturen, wie Starter, wie den Modus. Die Bremse habe ich in den Fußraum gelegt als Verbundbremssystem, aber über zwei Bremskreise. Das fordert auch der Gesetzgeber. Und auf der linken Seite habe ich halt das Gas, was sonst auf der rechten Seite ist, und kann im Grunde alles hier dann mit links machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin ja so ein bisschen, ich weiß nicht, in meinen Videos, ich bin so ein absoluter Gegner, also was heißt Gegner ist falsch, aber vom Quickshifter, mit dem werde ich nicht warm. Bei euch ist das aber schon eine ganze Ecke hilfreich, oder? So ein Teil? Ja, okay, Quickshifter, wenn die Leute dieses Wort in den Mund nehmen, dann wissen die oft gar nicht, wovon reden wir da. Der Quickshifter ist ja eigentlich aus dem Rennsport mal gekommen, indem ich nicht mehr kuppeln muss ab dem zweiten Gang. Also im ersten muss ich ja zum Anfang die Kupplung nehmen und kann dann eben durch Zündaussetzer, durch die Kraftwegesensoren zum Beispiel Zündung ausschalten und eben auch die Anschlussanlage. Was wir verbauen für die Einbeinigen, wo die Leute immer sagen, ist ein Quickshifter, ne? Also schnell, Schalter. Wir verbauen pneumatische Systeme und auch eben elektromagnetische. Die pneumatischen nehmen wir immer dann, wenn jemand Oberschenkel amputiert ist, weil da kannst du die Uhr nachstellen, dass das Ding dem irgendwann umkippt, weil er den Seitenständer nicht rauskriegt. Der oder die. Oder divers, muss man sogar auch noch sagen. Ne? Und bei dem normalen, normal, ja, für uns ist ja alles normal, was mit Handicap zu tun hat. Ne? Für den normalen Unterschenkel amputierten oder auch den Gelähmten, da nehmen wir einfach einen Elektromagneten, der ist ratzfatz eingebaut, ist keine große Aktion und man kann das System auch schnell mal wechseln, wenn man mehrere Motorräder hat oder aber beim Fahrzeugwechsel immer wieder übernehmen, was man mit all unseren Systemen auch machen kann. Und wie verhält sich der TÜV jetzt mittlerweile bei solchen Umbauten? Ja, der TÜV ist für uns überhaupt gar kein Thema, weil wir haben einfach ein Riesenglück gehabt, dass wir sensible Menschen beim TÜV gefunden haben, die auch Lust darauf hatten, das Projekt zu begleiten. Was vielleicht der eine oder andere auch schon weiß, wir haben ja sogar einen Querschnittsgelähmten schon vor über 20 Jahren auf ein normales Motorrad gebracht. Und zwar ohne Seitenwagen oder als Dreirad, Vierrad. Und da habe ich die betreffenden Personen mit ins Boot gezogen, habe gesagt, ich habe da was vor, zieh dir da mit, weil was nützt mir das, wenn ich etwas erfinde und es wird einfach nicht zugelassen. Und dann haben die das Thema behinderte Motorradfahrer und Fahrerinnen so ein Stück weit für sich beansprucht, zu sagen, ja, da wollen wir helfen. Das finde ich total klasse, denn wir kennen aus den Jahrzehnten zuvor ja durchaus den bösen TÜV-Menschen, Werner, ne, Wurstblinker und Geschichten, ja, also der Mythos. Aber nein, die sind, ich finde, sie sind sehr kooperativ, sehr sensibel, gehen sie mit dem Thema um und wir haben keine Probleme damit. Ja, und zwar ohne, dass da jetzt irgendwo so ein Bonus noch mit eingespielt wird, sondern die werden das immer sehr, sehr kritisch betrachten. Und wenn das okay ist, und ich weiß ja die Erwartungshaltung, ich weiß, was wir leisten müssen, was wir erbringen müssen, und dann funktioniert das auch. Alles klar, dann würde ich mal sagen, besten Dank. Ich blende auf jeden Fall mal unten die Adresse von dir ein. Sehr gerne. Für alle, die sowas brauchen, Hier sind sie richtig, würde ich mal sagen, oder? Vielen, vielen Dank dafür. Bitte, ja. Bitte. Sonst irgendwas, was du noch unterbringen willst von deiner Seite? Es ist ja oft so, also natürlich, man kann sagen, viele, das ist die juristische Geschichte, viele Leute wissen nicht, dass nach einem Unfall oder auch einer Erkrankung die alle Führerscheinklassen nicht mehr gültig sind. Das wird oft gerne ausgeblendet aus der unbegründeten Sorge, dass ich ja den Führerschein verliere. Was aber nicht stimmt, weil die Besitzstandswahrung über das bürgerliche Gesetzbuch greift ja in dem Fall. Das heißt, ich muss nur eine Prüfung machen, eine praktische Fahrprobe, um zu beweisen, ich bin noch in der Lage, mit meinen körperlichen Einschränkungen weiter ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Ich denke, das ist eine durchaus wichtige Botschaft, weil ich weiß aus erster Hand natürlich, dass es viele Leute gibt, die diesen Weg scheuen und eher illegal unterwegs sind. Das heißt, ohne Führerschein, ohne Versicherungsschutz logischerweise. Und das ist, finde ich, ganz, ganz brandgefährlich. Also die können sich gerne bei uns melden. Es geht hier nicht darum, ein Geschäft zu machen mit der Behinderung, sondern in erster Linie sehe ich das so als gelebten Idealismus, zu sagen, ich bin einer von euch und ich möchte gerne helfen. Okay, dann nochmal besten Dank. Vielen Dank auch.
So, und jetzt haben wir hier den Elch. Genau. Hab ich gehört. Hallo. Du organisierst das Ganze hier? Ich habe das ein bisschen organisiert. Du hast das wahrscheinlich auch aus einer bestimmten Motivation raus irgendwann mal angefangen. Ja, gut. Mir ging es in erster Linie darum, ich hatte damals einen Motorradunfall, habe eine Armplexusschädigung, das heißt, der rechte Arm ist gelähmt bei mir. Und ich hatte innerhalb von einem Jahr hatte ich dann wieder angefangen, Motorrad zu fahren. Und das Problem war halt, dass es sehr, sehr aufwendig war, das Motorrad umbauen, TÜV-Stelle finden, Gutachter finden. Und ich möchte halt mit Einbeinhelden und Einarmhelden im Endeffekt anderen Menschen helfen, die so eine Behinderung haben oder eine ähnliche, wieder zurück aufs Motorrad zu kommen. Wie ist es denn für dich selber jetzt gewesen, nach dem Unfall dann wieder draufzusteigen? Ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Weil wir müssen ja zum Beispiel jetzt, sage ich mal, das Gas von rechts nach links verlegen in dem Fall, die Bremse nach links verlegen. Und man muss halt erstmal anfangen, wie mit links schreiben auch, muss man halt mit links erstmal Gas geben können auf dem Motorrad. Ich weiß nicht, hast du schon mal im Auto mit dem linken Fuß gebremst? Oder? Ich habe einmal eine Eisenausfahrt gemacht, ja. Mit einem rechts, also wo der Schalthebel auf der rechten, ja, Seite war, und ich bin schon fast durchgedreht. Genau. Vor allen Dingen auch in die umgekehrte Richtung, genau, ja. War sehr. Man muss halt, genau, und man muss halt im Endeffekt, muss man, sage ich mal, Übungen machen. Man muss halt auf dem Übungsparcours das Ganze erstmal trainieren, bevor man dann halt wirklich in die TÜV-Prüfung reingeht und die Fahrprobe ablegt. Das heißt, Fahrprobe, Führerschein an sich gilt noch, aber... Ist noch gültig. Muss noch mal demonstrieren, dass es halt immer noch funktioniert. Genau, genauso wie der Willi eben gesagt hat im Endeffekt, man muss halt noch mal belegen, ich kann immer noch Motorrad fahren mit dem einen Arm, und das Gleiche muss halt auch nochmal ein medizinisches Gutachten bestätigen. Okay. Ein Arzt muss ja halt im Endeffekt bestätigen, dass du noch tauglich bist, körperlich und mental ein Motorrad zu fahren. So, bei dir haben wir jetzt auch eben gehört, das heißt alles, was rechts war, Gashebel, Bremse hast du dann auch? Bremse vorne hin, okay. Hat zwar auch ein integrales System, das ist aber bei der Honda Cross Tourer hier bei der VFR 1200 XD ab Werk schon so. Brauchte ich jetzt aber nicht unbedingt, bei mir ist das nicht als Auflage im Führerschein drin. Man kriegt halt im Führerschein verschiedene Auflagen gemacht, und da kriegt man halt genau beschrieben im Endeffekt, was man braucht. Und ich habe halt die Bremse hier vorne hingemacht, weil das ist eine Honda DCT mit Automatikgetriebe, und die braucht halt keinen Hebel auf der linken Seite normalerweise. Cool. Ja. Und du hast es jetzt auch machen lassen oder selber gemacht? Ich habe es in dem Fall selber gemacht, weil ich ein gelernter Kfz-Mechaniker war. Und aus dem Grund konnte ich es halt, sage ich mal, zum größten Teil selbst umbauen. Okay. Irgendwas, was du noch mitgeben willst? Ja, wenn, sage ich mal, Menschen mit körperlichen Einschränkungen da sind, könnt ihr gerne auf unsere Webseite gehen, könnt uns anschreiben. Wir werden gleich noch die Jolene hören und vielleicht auch noch den Florian. Nicht? Dann schneiden wir das raus. Wir werden gleich auch noch die Jolene hören. Und wir helfen euch gerne weiter, wenn ihr eine körperliche Einschränkung habt und trotzdem Motorrad fahren möchtet. Es gibt ja nicht nur körperliche Behinderung durch einen Unfall, oder es gibt ja auch zum Beispiel die körperliche Behinderung, die von Geburt an da ist. Einer ist mir gerade noch eingefallen. Ich hatte ja schon gefragt, okay, wie war es für dich, das erste Mal wieder draufzusteigen? Mhm. Wie war es für deine Verwandten, Bekannten, als du wieder aufgestiegen bist? Nicht ganz so toll. Also ich hatte es am Anfang, hatte ich es in der Familienkreis gar nicht gesagt. Erst da, wo ich mir sicher war, dass ich es wirklich mache und durchziehen will, dann bin ich erst an die Familie auch herangetreten. Sie war nicht wirklich begeistert. Okay. Ist heute noch nicht begeistert. Okay. Alles klar. Dann auch dir. Besten Dank. Ich habe zu danken. Und dann haben wir auf jeden Fall nur mindestens noch einen zu befragen. Okay. Die dritte im Bunde sozusagen. Bei dir habe ich schon gehört, du fährst sogar Rennen. Ja, Rennen in dem Sinne nicht. Wir fahren auf der Rennstrecke. Meine Familie fährt komplett. Und da machen wir jetzt eher so hobbymäßig mal ein Renntraining. Und habe auch ein Pitbike. Da kann man dann auch schön auf Kartbahnen auch trainieren, Kurven fahren, Körperhaltung und so. Das machen wir. Aber so richtig Rennen bin ich noch nicht gefahren. Aber zumindest flott. Und im Großen und Ganzen kann ich auf jeden Fall auch nur von der Tour sagen, das ist jetzt kein langsamer Ausflug gewesen. Wir waren schon ordentlich zügig unterwegs gewesen. Ja. Bei dir sehe ich jetzt, ist es auf jeden Fall auch der rechte Arm. Mhm. Bei dir war es was? Auch von Geburt an? Ja, bei mir ist von Geburt an fehlt mir der rechte Unterarm. Ich habe das Ellbogengelenk habe ich noch, dann geht der Arm bis hierhin. Und genau. Und die Umbauten sind dementsprechend auch wieder, weil jetzt, ja, haben wir ja zum Beispiel auf jeden Fall
nichts mit einer DCT, nehme ich mal an. Da ist noch richtig Schaltung. Genau, das ist eine ganz normale Honda mit Schaltgetriebe. Und also die gibt es auch gar nicht mit DCT, die 500er. Und deswegen habe ich das Gas links, Starter und Notaus auch links und habe ein Integralbremssystem, so wie der Willi das eben auch schon erzählt hat. Und genau, die Kupplung ist links am Lenker geblieben, ganz normal. Das heißt im Prinzip bremsen nur mit dem Fuß und dann genau. Kuppeln und Gas geben mit einer Hand? Mit links, ja, genau. Okay, wie lang brauchen wir, um so reinzukommen? Oder ist es für dich gar nicht mehr so einzuschätzen, weil du es von Anfang an nicht anders gewohnt bist? Ja, ich denke mal, das ist schon ein Vorteil, wenn man es nicht anders kennt. Weil deswegen musste ich mich ja gar nicht umgewöhnen oder so. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, jetzt mit rechts Gas zu geben oder so, weil die Hand war ja noch nie da. Und deswegen war das jetzt eigentlich, ich musste anfahren lernen, wie alle anderen Fahrschüler auch, die zum ersten Mal da drauf sitzen, aber sonst war es jetzt eigentlich für mich nichts Besonderes. Okay. Und du hast schon gesagt, Familie fahren sie alle. Das heißt, das war zumindest mal kein Problem wahrscheinlich, als du gesagt hast, ich will Motorrad fahren. Nee, also genau, meine Eltern fahren auch beide und die haben mich da eher so rangeführt an das Thema, auch von klein auf schon mit im Seitenwagen mitgenommen und ja, dann war es klar, dass ich dann irgendwann auch fahren möchte und sie haben dann Gott sei Dank auch mir alles ermöglicht, dass es halt klappt. Und ja. Wann hast du dann angefangen? Das erste Motorrad habe ich mit 11 gekriegt, das war eine 50er und da bin ich dann erstmal im Garten so ein bisschen gefahren auf Privatgelände und habe dann mit 16 den 125er Führerschein gemacht und habe die jetzt seit 2 Jahren, das ist jetzt das A2 Motorrad. Gute Sache. Auch für dich die Chance, irgendwas, was du von dir aus gerne loswerden willst? Einfach nicht drauf hören, wenn andere gleich sagen, das geht nicht. Erstmal selber probieren, was vielleicht fällt einem selber schon was ein, aber sonst halt auch sich Hilfe holen, zum Beispiel bei Einarmhelden oder Einbeinhelden. Und ja, das meiste ist möglich, auch wenn es viele nicht denken. Alles klar. Dann auch dir allerbesten Dank. Ja, und gerne. Allen Mann zusammen. Gute Fahrt heute noch. Weil ich bin mich da dann demnächst aus, aber ja, wie sagen sie immer so schön, die gummierte Seite nach unten, die vierte nach oben und dann allseits gute Fahrt. So, und damit habe ich mich jetzt wieder ausgeklinkt bei der Tour. Ich hoffe mal, das Wetter hält noch so lange durch für die Jungs, bis sie wieder in ihrer Unterkunft angekommen sind. Bis jetzt hat man da echt Glück gehabt. Da sah die Wettervorhersage für heute erheblich schlimmer aus, muss man sagen. Bis jetzt alles trocken geblieben. Ja, war eine schöne Ausfahrt. Wie gesagt, ganz schön zackig. Und doch recht interessant das Ganze. Also ist schon echt faszinierend, was alles möglich ist sozusagen, wenn man das Ganze halt wirklich will und wenn man die entsprechende Leidenschaft dafür hat, denke ich mal. Da geht schon einiges noch zu machen. Ja, und damit soll es das für diese Woche auch gewesen sein. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.